Gemeinschaft aufbauen, gegen Steuergeben, gegen Einsamkeit und Isolation. Jesus sagt ja, Matthäus 25, Vers 36, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Genau das hat auch der Yves Opki, französischer Pater, gelesen und hat aufgrund von diesem Vers Gemeinschaft vom guten Schächer, Bruderschaft vom guten Schächer aufbauen. Das sind Leute, die Gefangene besuchen. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert, wenn jemand zu den Gefangenen geht und sich ihnen annimmt. Bevor wir miteinander in so eine Geschichte hineinschauen, hier zwei Vorbemerkungen. Auf einmal Schächer, das wissen ja die Leute nicht, was das ist. Das heisst in den alten Übersetzungen der Bibel, Jesus ist mit den Schächer gekreuzigt worden, heisst mit den Betrüger, weil Schachar heisst zwar kaufen, aber es heisst eben auch betrügen und bestechen. Also unter Sättige hat sich Jesus schlussendlich gestellt, zu ihnen hat er sich gestellt. Und das Zweite ist, das ist keine einfache Arbeit, in ein Gefängnis zu gehen, weil das sind die inneren Mauern und nachher sind die sozialen Vereinsamungen und nachher am Schluss sind die noch Gefängnismauern selber, also da ist jeder eigentlich dreifach eingesperrt. Eine junge Französin namens Marie meldet sich bei den Mitarbeitern von den Brüdern von guten Schächer, bekommt eine Gefängnisadresse, bekommt auch einen Codenamen, Véronique, fährt an zu schreiben, zwei Jahre lang wird hin und her geschrieben, fleissig. Der Gefangene, Schwerverbrecher, wird sein schlechtes Gewissen los, er kann das Evangelium annehmen, wird aber schwer krank, krebskrank, kann verlegt werden ins Gefängnisspital und dann kommt der Bitte. Kommst du mich nicht besuchen? Eigentlich war das nicht so die übliche Vorgehensweise von dieser Mannschaft, aber sie merkt eine Vision, es ist richtig. Sie geht dorthin und er ist völlig abgemagert mit nur noch einem Bein. Es ist amputiert, ohne Haar wegen der Bestrahlung. Eigentlich zwischen Leben und Tod schwebend ist er dort in einem Rollstuhl. Zwei Eindrücke sind auf die Marie Véronique sehr schnell eingestürzt. Der eine war, kann das haarlose, skelettartige Menschenwesen wirklich der sein, wo ich mal ein Bild habe bekommen von ihm am Anfang. Was ist ne? Und das Zweite, was strahlt der Mensch für einen Frieden aus? Er, der früher gesagt hat, ich hätte gerne Vergebung, aber ich glaube nicht, dass Gott mir vergeben kann, sagt jetzt, und das waren seine letzten Worte, bevor er gestorben ist, ich bin im Frieden. Ich erlebe ein totales und vollständiges Glück. Praktisch immer sind auch andere behilflich dabei, wenn es bei jemandem darum geht, dass er aus der Isolation rausgereicht wird. Zum König David ist seinerzeit der Nathan gekommen, hat ihm prophetische Worte gegeben und das hat ihn zur Selbsterkenntnis geführt. Es gibt viele Menschen, die kommen aus eigener Kraft und aus eigenem Ansporn, noch wenn sie wollen, nicht aus den vielen Wängen, die sie drin eingesperrt sind, den Inneren vom schlechten Gewissen, den Sozialen, von der Abschiebung und selbst den physischen Wängen von einem Gefängnis, sie kommen nicht los, wenn sich nicht jemand Zeit nimmt, sich verletzlich macht für einen solchen Dienst und nachher sich dann auch da drin hineinknäulet mit viel Geduld. Aber die Früchte, die dort entstehen, das sind die schönsten, die man sich vorstellen kann.